Schönen guten Tag. Mein Name ist Robert Riegel. Ich bin der neue Redakteur bei der VS Medien GmbH, Zeitschrift Visier. Meine Schwerpunkte sind Widerladen, Kurzwaffen und Waffentechnik. Und ich möchte euch heute kurz einen neuen Revolver vorstellen, den RL Range vom Club 30. Erstmal vom Design her schon ein Fortschritt. Viele von euch werden die gerade Smith & Wesson Rahmen, die ja eine runde Kontur haben und die oft eckig auslaufenden Laufgewichte kennen. Das ist jetzt Vergangenheit. Die ganze Kontur sieht aus wie aus einem Guss. Und die Leute vom Club 30 haben sich auch ein anderes Trommeldesign einfallen lassen. Jetzt kommt schon das erste Aber. Der ganze Aufbau von diesem Revolver ist mehr oder weniger modular. Das heißt, wenn ihr mal auf den Konfigurator schaut vom Club 30, werdet ihr sehen, ihr könnt unterschiedliche Außenprofile wählen, unterschiedliche Farben und auch unterschiedliche Features. Ein paar Sachen bleiben gleich. Und zwar Picatinny-Schiene oben und unten. Das heißt, jeder kann ein Rotpunktvisier oder ein Zielfernrohr montieren. Hat aber auch eine LPA-Visierung. Ich sage jetzt mal ganz platt, da stehe ich drauf wie ein Eckhaus, weil selbst wenn die Einstellschrauben mal toten Gang bekommen, steht das Kimmenblatt immer unter Federdruck und zieht sich immer an eine Seite. Das heißt, Schwimmen im Kimmenblatt und damit die ersten Millimeter Verlust beim Präzisionsschießen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu gibt es ein sogenanntes tailliertes Scheibenkorn. Das heißt, das läuft etwa dreieckig auf den Schützen zu. Und ihr habt dadurch, weil es auch etwas hinterschnitten ist, also im Gegensatz zu einem Schleppkorn, einen sehr guten Kontrast. Jetzt kommen wir zu einem besonderen Merkmal. Ihr seht hier einen Druckknopf. Wenn ihr die Trommel öffnet, eindrücken, rausziehen. Fertig. Das heißt, die Schrauberei ebenfalls Geschichte. Und jetzt können wir uns mal die Trommel anschauen. Viele, die ältere Revolver haben, die haben hier innen drin noch diese kleinen Stifte. Die nennen sich Center Pins. Die moderne Fertigung ist nicht immer besser, aber rationeller. Die sieht vor, dass der Trommelstern mit seinen Füßen sich hier an den Kanten von der Ausfräsung in der Trommel abstützt. In der Regel geht das auch sehr lange gut. Aber irgendwann fangen die an zu schwimmen. Das heißt, wenn die Hand aus dem Rahmen kommt, die Hand ist diese kleine Nase, die hier drin zu sehen ist, dann stößt die erst an den Trommelstern und der bewegt sich dann, wenn die ganze Sache etwas älter geworden ist, in der Trommel. Das heißt, ihr habt einen etwas ungleichmäßigen Gang im Double Action. Das ist hier, da diese aufwendigen Zentrierstifte eingesetzt worden sind, schon mal Geschichte. Das Weitere, was ihr seht, Nummern 1 bis 6. Ein Revolver ist insofern etwas tückischer als eine Pistole, die ja einen Lauf und ein daran ansetzendes Patronenlager hat, dass er 6 bewegliche Patronenlager vor einem dann getrennten Lauf aufweist. Sieht man insbesondere, wenn man Wettcutter schießt. Die haben dann öfters Tipping. Das heißt, die Löcher sind nicht mehr rund, sondern etwas längsoval. Nächste Besonderheit vom Club 30 Revolver, das sogenannte Ball Bearing. Das heißt, hier schließt die Trommel unter Druck einer Kugel in einer entsprechend korrespondierenden Ausnehmung im Rahmen. So wie die Trommel reingesetzt wird, kann sie auch wieder entnommen werden. Das ist also einfach im der Mimik mit dem Druckknopf mit einem Handgriff erledigt. Kommen wir zu einer weiteren Besonderheit. Wir nehmen mal den Griff ab, weil darunter sind die besonderen Schmankerl verborgen. Bei der Gelegenheit vielleicht, der Griff sitzt sehr stramm, wie ein guter Revolvergriff oder Waffengriff überhaupt sitzen sollte.
damit nicht dieses hier passiert, puppelt da bitte nicht mit einer Messerklinge oder einem Schraubenzieher rum. Nehmt euch einen weichen Gegenstand, einen Gummihammer oder den Griff von einem Schraubenzieher und schlagt auf den Abzugsbügel. Das hält er aus. Und dann kann man in der Regel den Griff vernünftig abnehmen. Und jetzt seht ihr hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Man kann an diesem Revolver den Single-Action-Widerstand einstellen und auch die Schlagfederkraft, die dann wiederum für den Widerstand im DA-Bereich entsprechend verantwortlich ist. Einfach ausgedrückt, sehr weiche Zündhütchen, die kommen mit einer geringeren Schlagenergie oder mit geringeren Widerständen im Abzug aus. Sehr harte Zündhütchen, die benötigen dann etwas mehr Druck. So, jetzt kann ich euch noch zeigen, was ihr mit dem Revolver anstellen könnt. Schießen über Single Action. Klar. Ihr habt hier eine Markierung. Daran könnt ihr euch merken, welchen Widerstand ihr eingestellt habt. Experimentierfreudige Naturen wissen es. Federal 100, das ist immer noch das Zündhütchen, das die wenigste Schlagenergie zum sicheren Zünden benötigt. Man kann sich im Prinzip jetzt merken, ich habe harte Zündhütchen, ich habe normale, ich habe weiche Zündhütchen und finde dann entsprechend wieder eine Einstellung, mit der ich sicher sein kann, dass, das ist auch ein bisschen temperaturabhängig, die Zündung stimmt. So, jetzt ist das natürlich eine bevorzugte Art fürs Präzisionsschießen. Dann kommen wir an die schnellen Serien und wir lassen den Abzug, und dieser hier läuft wie auf Kugellagern, ganz seidenweich durchrollen. Das schafft er. Gibt noch eine zweite Philosophie. Wir ziehen den Abzug in die Rast. Das war jetzt etwas zu viel. Mit etwas Training, ihr hört es, schafft man das, in dieser Trommelrast zu stoppen. Und dann zieht man, obwohl man Double Action schießt, noch ein Stückchen durch. Das heißt, man kann die 20 oder 10 Sekunden Serien mit diesem Schloss auf jeden Fall in beiden Richtungen, in beiden beliebten Modi schießen. Und das geht auch deshalb, ein weiteres Feature dieses Revolvers, das gesamte Schloss besteht aus erodierten Teilen. Das sind also keine MIM-Teile, die dann einfach ihre Toleranzen haben, keine gegossenen Teile also, sondern erodierte Teile, die entsprechend geringe Toleranzen erlauben. So, wie er denn geschossen hat, ist dann im nächsten Visier im Januar zu sehen. Und ich hoffe, ihr seid ein bisschen neugierig auf das Teil. Es ist nicht gerade günstig mit 2.800 Euro, aber es ist jeden Cent wert. Da sind wir uns sicher. Dankeschön.